Ostern. Heute an diesem Tag feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus. Durch alles Dunkle und Lähmende hindurch ruft er uns zu einem neuen Leben mit ihm. Wie das Licht am Morgen, die Sonne am Mittag, der Sternenglanz am Abend leuchtet er in unsere Leben hinein. So möge sein Glanz nun auch in uns aufgehen, wenn wir sein Wort hören. Ein neues Leben mit Gott. Das feiern wir heute mit der Auferstehung Jesu am Ostersonntag. Doch wie ist ein neues Leben im Alten möglich? Dann auch, wenn uns das Dunkel der Tage gefangen hält, wir nicht wissen, wie es weitergehen soll mit den Maßnahmen der Corona-Krise. Die Einschränkungen dieser Zeit machen es uns nicht leicht. Wohin, wenn ich hinaus will? Mit wem sprechen, wenn keiner da ist? Was tun, wenn es langweilig wird? Es bleibt die Reise ins Innere. Als Freiraum tun sich uns die Gedanken auf, die Erinnerungen und Träume. Und gut, auch wenn uns die Gedanken dahin führen, das Leben in einem anderen Licht wahrzunehmen. Wohl dem, heißt es in dem ersten der Psalmen, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über dem Tag und Nacht. Diese Tage kam mir ein Erlebnis in dem Sinn, von dem ich Ihnen heute gerne erzählen möchte. Es war früh an einem Ostermorgen. Wir waren in der Kirche versammelt, um den Ostergottesdienst zu feiern. Es war noch dunkel draußen, wie auch in der Kirche. Wir saßen in trüber Morgenstimmung da, lauschten den Worten und der Musik. Gespannt warteten wir auf das Morgenlicht. Der eigentliche Höhepunkt in einer solchen Feier, der ganze Ablauf des Gottesdienstes, war genau darauf abgestimmt, diesen Augenblick hautnah erleben zu können. Doch wie so oft, wenn man etwas Besonderes erwartet, es kommt alles anders. Im Anschluss der Feier sollte es in der Kirche ein Osterfrühstück geben. Mit dem Bäcker vor Ort hatte ich verabredet, dass er uns dazu frisch gebackene Osterbrötchen bringt. Kein Problem, sagte er mir noch, ich werde sie Ihnen schon früh am Morgen in die Kirche stellen
dann haben sie die rechtzeitig. Doch woran er und auch ich nicht dachten, er erschien genau in der Zeit, als wir in der Kirche saßen und auf das Morgenlicht warteten. Hinter dem Altar befindet sich eine zweite Tür. Sie führt zum Friedhof hinaus. Kaum einer wusste von ihr. Lediglich die Küsterin nutzte sie beim Reinemachen oder der Bestatter, wenn er die Trauerfeiern vorbereitete. Durch diese Tür kam der Bäcker in die Kirche, platzte mitten in unseren Gottesdienst hinein, nicht ahnend, dass die Gemeinde schon versammelt war. Wie auch, er konnte uns nicht sehen, denn es war noch dunkel im Kirchenschiff. Umgekehrt aber nahmen wir den Bäcker wahr, durch das Licht im Altarraum, das er anknipste, als er zur Tür hineintrat. Es kam ein Wunder gleich, als er plötzlich im Raum stand. Keiner rechnete mit ihm. Und ein Wunder war es auch, dass er uns nicht sah. Unbekümmert trug er sein Backblech auf der Schulter. Fröhlich pfiff er ein Lied vor sich hin und stellte das Blech hinter dem Altar auf einem dafür vorgesehenen Tisch ab. Die Gemeinde reagierte fassungslos. Einige wollten auflachen, andere erstarrten. Doch nicht genug. Kaum hatte der Bäcker sein Backblech abgestellt, verschwand er über dem Friedhof zu seinem Wagen, um ein zweites und drittes Blech zu holen. Das Prozedere wiederholte sich wie bei einem liturgischen Ablauf. Wieder kam er pfeifend zur Tür hinein, stellte das Blech auf den Tisch ab. Und als er alle hineingetragen hatte, sagte er schließlich, so, das wäre geschafft. Er verschwand. Zum Überdruss aber vergaß er die Tür zu schließen. Diese stand nun offen, so dass wir, die wir vorne im Altarraum saßen, hinausschauen konnten, über den Friedhof hinaus weit ins Land. Die Gemeinde saß immer noch regungslos da. Ihr Gesang war verstummt. Der Lektor zögerte, das Osterevangelium zu lesen. Wir warteten auf das Licht und es kam ein Bäcker und brachte Brötchen. Durch die offene Tür sah ich die aufsteigende Morgensonne. Wie aus einem Meer vom Feuer hob sie sich hinter dem Horizont hervor. Ihr tiefrotes Licht breitete sich über das Land aus, erreichte nun den Friedhof und legte sich auf die Gräber, als wollte sie an jeden Verstorbenen in ihre rodernde Glut tauchen. So etwas hatte ich an einem Ostermorgen noch nie gesehen. Dank der Nachlässigkeit des Bäckers war es möglich. Auch in unserer Kirche wurde es hell. Nun begann der Lektor das Osterevangelium zu lesen. Orgeltöne erklangen und die Gemeinde sang den österlichen Lobgesang. Und während sie sich den Klängen und dem Licht hingaben, zog der Duft frisch gebackener Brötchen durch den Raum. Heute, an diesem Ostertag, erinnere ich mich nun an diesen Tag zurück. Immer noch sehe ich die Türe offen stehen und wie das Licht auf die Gräber fiel. Dabei kommen mir auch Zweifel. War es wirklich der Bäcker, der hier zur Tür hineinkam? In dem Osterevangelium wird uns von einem Jüngling erzählt. Er ist nicht hier, rief er den Frauen zu, als sie entsetzt das leere Grab vorfanden. Auch uns gab der Bäcker zu verstehen. Es ist anders. Nicht so, wie wir es erwarten am Ostermorgen, aber doch so, dass es sich vor unseren Augen auftut. Haben wir nur den Sinn, uns diese Wirklichkeit zu erschließen? Insofern kann ich nur sagen, in der Tat, das neue Leben ist im Alten möglich. Und so kann auch der Osterruf für uns wahr werden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja!
Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen leuchtet euch wie das Licht am Ostermorgen. So behüte euch Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.